Wir haben Vanessa vergessen. Kelly ist nicht zu Hause. Willkommen bei Vlogmas Tag Nummer 11. Alle sind in Stuttgart. Außer ich. Also, folgende Situation. Ich habe das gerade zweimal aufgenommen. Alle sind in Stuttgart, außer ich, bei so einem Bowser gegen alle Ding. Und sie werden heute einfach Apache live sehen. Und das ist so mein Traum seit Monaten. Ich habe es einfach verpennt, beziehungsweise habe ich ganz ehrlich gedacht, dass was anderes ist. Und dann hatte ich keine Lust. Und dann habe ich jetzt am Ende gecheckt, was es sein soll. Und da war es jetzt auch quasi theoretisch zu spät schon. Vielleicht hätte ich es auch geschafft, aber ich musste auch noch den Vlog schneiden für heute. Also wäre das alles ein bisschen komisch geworden. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht und ich bin eigentlich ganz froh, weil endlich habe ich die Bude für mich alleine. Und heute kann ich endlich alles machen, was ich in Kellys Wohnung schon immer mal machen wollte. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was es eigentlich ist, aber we will see. Ich habe nicht die Tür zugemacht, als ich auf Klo war. Songs von Apache 207 werden von Spotify abgespielt. Ich muss auf jeden Fall einkaufen gehen. Ich habe keine Zahnpasta mehr. Naja, dieses Alleinsein ist irgendwie doch nicht so geil. Kelly, ich lasse einfach meine Klamotten auf dem Boden liegen, ne? Danke. Also, was hat sie denn hier für tolle Beauty-Produkte? Lass mal Licht anmachen hier bei diesem Tollspiel. Hello. Eye Oil. All Skin Types. Gently roll under eye area. Allow to absorb well. Roll? Roll! Ah! Oh! Das soll jetzt gut absorben. Victoria's Secret, very sexy. Oh la la. Mm. Laura Mercier. Yeah, Tinted Moisturizer. Das riecht irgendwie wie Kaffee. Ich hoffe, das war nicht teuer. Aber heute ist mir das auch egal. Kelly, ich benutze dein komisches, teures Pulver. Prost, Leute, auf einen schönen Tag in Köln. Willkommen in meinem Kleiderschrank. Du, Annika. Ja, Kelly? Wann fahren wir mal wieder nach Australien? Wann immer du willst, Kelly. Du, Annika. Ja, Kelly. Wann fahren wir mal wieder zur 1Live Krone? Wann immer du willst. So, ich habe mich jetzt geschminkt und ein bisschen beruhigt. Ich weiß, dass ich jetzt alleine bin und einfach alles machen kann, was ich will. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich? Ich frage jetzt einfach meine Follower auf Instagram. Hey Leute, ich bin heute alleine in Köln. Was kann ich alleine in Köln machen? Folgt mir auf Instagram. Hey Leute, ich habe eigentlich ein ziemlich krasses Make-up gemacht, aber irgendwie sieht man das jetzt nicht mehr so krass. Ich könnte Kellys Wäsche bügeln. Ich hasse bügeln.
Kelly ist auch die erste Person, die ich kennengelernt habe, die wirklich ihre Wäsche bügelt. Also es macht voll Sinn, weil immer wenn ich was anziehen möchte, was nicht gebügelt ist, rege ich mich voll auf und muss es dann bügeln. Aber sie bügelt es, bevor sie es in den Schrank legt. Vorbildliches Kind, meine Kelly. Theoretisch könnte ich eigentlich Kellys Wohnung weihnachtlich dekorieren. Dafür müsste ich aber nochmal in die Stadt. Schon wieder. Aber Weihnachtsdeko ist so teuer. Ich habe aber auch das Gefühl, dass seit ich Vlogmas mache, ist mir so das vollkommen egal, ob ihr mich ungeschminkt seht, von welchem Winkel ihr mich seht, ob ich ein Doppelkinn in manchen Situationen habe. Ich finde das so unglaublich menschlich, dass ich das mega feiere, ne? Ich habe richtig Bock, ein Mensch zu sein und nicht mal so beautiful, ne? Ich habe gesehen, Menschen achten jetzt voll auf Jawlines, aber eher bei Männern, ne? Nee. Bei mir ist das nicht so. Ja, da bin ich mal einen Tag alleine in meinem Leben und ich mache mir so über sowas Gedanken. Ich schaue gerade den Songquiz mit den WWW-Jungs, beziehungsweise nur mit Dennis und dem Wildcard-Gewinner Aykut? Ich glaube Aykut. Es ist wirklich mega lustig, dieses Video. Ich teile das auch gleich nochmal auf Insta, aber ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Ich verlinke euch das vielleicht unten. Wir wissen, dass es nicht passieren wird. So call me maybe. Oh, ich weiß nicht, wie Kellys Heizung funktioniert und es ist so warm hier drin. Ich will einfach nur noch, dass sie nach Hause kommt. Ich mache die Heizung immer heißer. Okay, ich muss jetzt Kelly anrufen. Eigentlich dumm, im Winter einen Zopf zu machen, weil die Haare halten einen ja gut von der Kälte weg. Und so mit dem Zopf macht man wieder alles auf. Ich habe doch hier mein natürliches Fell. Hallo. Hallo, wie geht's? Wie ist Stuttgart? Seid ihr gut angekommen? Ja, sehr gut. Wir sind gerade im Taxi natürlich mega spät dran. Scheiße. Aber, ja. Scheiße. Scheiße. Also, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich dein Badezimmer jetzt auf 27 Grad gemacht. Okay. Ich will nicht Badezimmer auf 27 Grad. Okay, du musst oben. Jetzt ist er gerade bei 27 Grad. Ja, ich kühle jetzt runter, wenn du es runtergestellt hast. Ja. Ich weiß aber nicht, was. Und dann habe ich was anderes gedrückt und dann ist plötzlich der Rollladen runtergegangen. Timo habe ich jetzt angerufen. Der hat auch keine Lust mit mir zu sprechen. Vlog ist seit fast einer Stunde online und keiner schaut sich den an. Super, klasse. Dafür mache ich doch gerne Content. Vielleicht denken die Leute, dass es der Livestream ist und deswegen klicken sie nicht auf das Video, weil sie das wahrscheinlich schon im Livestream gesehen haben. Aber keine Ahnung, es ist ja... Weil die gestern wahrscheinlich, die haben das dann gesehen und ich hab's mir selber versaut. Ja, der Struggle eines YouTubers, oder? Sag ich mal jetzt hier ganz schnell an dieser Stelle. Laptop zu. Ich schau jetzt mal, was ihr mir auf Instagram vorgeschlagen habt. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Schaut mal, was Timo geschrieben hat. Was soll ich allein in Köln machen? Super sad Korean Barbecue allein. Ich war am Sonntag in einem Korean Barbecue-Laden hier in Köln. Wow, der war gut. Ich liebe es, wenn man auf Instagram eine Frage stellt, dass die Leute dann wirklich gerne, 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 gerne antworten. Schokoladenmuseum. Jo, geh in die Wohngemeinschaft oder gönn dir einen veganen Gyros-Teller. Self-Care Day. Habe ich schon mit dem Champagner gemacht. Harry Potter 1 bis 7. Frozen 2 gucken, Frozen 2 gucken. Ins Kino gehen, Frozen 2 gucken. Lecker essen. Es gibt mega gutes Sushi und auch gute Burritos. Oh, Sushi habe ich heute auch Lust. Kölner Zoo, China Light Festival. Das China Light Festival? Also es wollen sich aber ganz schön viele Leute mit mir treffen. Das finde ich ja schon mal ganz fantastisch. Das China Light Festival lässt den Kölner Zoo und die Tierwelt im Lichterglanz erstrahlen. 6 Wochen lang erhellen hunderte leuchtende Tier- und Fantasiefiguren den Zoo und erinnern an dessen 160-jährige Geschichte. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich werde jetzt in die Innenstadt fahren, Weihnachtsdeko kaufen und Kellys Wohnung dekorieren. Darauf habe ich am allermeisten Lust. Dabei mache ich mir dann später noch einen Film an, trinke noch vielleicht ein Glas Champagner und dann gehe ich auch schön gemütlich ins Bett, schneide morgen früh den Vlog und mir geht's super klasse. Was sagt ihr dazu? Vielleicht setze ich mich noch in eine Bar, auch wenn ich das noch nie gemacht habe. Ich habe mich noch nie alleine irgendwo hingesetzt. Ich mache es jetzt. Ich gehe jetzt aus der Haustür. Jetzt.
I'm back. Ich war allein in Köln unterwegs. Und hab ordentlich was eingekauft. Willkommen bei meinem kleinen und bescheidenen Christmassy Haul. Ich war wirklich überall einkaufen. Womit fangen wir an? Wir fangen mit DM an, oder? Das ist in meinem Rucksack. Bei DM habe ich gekauft einmal diesen süßen kleinen Tannenbaum, den ich auch schon für meine Wohnung geholt habe, aber bei Nanunana. Und so ein richtig schöner Teelichtbehälter. Ich glaube, ich habe am Ende auch einfach Sachen für Kelly geholt, die ich selber haben möchte. Der hat 4,45 Euro gekostet und der Tannenbaum 2,20 Euro. Und ich war echt überrascht, weil ich nicht erwartet hätte, dass ich bei DM so schöne Dekoartikel finde. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar... Oh, bei DM habe ich noch was gefunden. Kelly wird mich dafür lieben. Oh mein Gott, das sind Fenstersticks. Oh. Die Story dazu. Ich habe mir im Herbst so ein Eichhörnchen für mein Fenster gekauft. Und Kelly hat das gesehen und meinte so, what the fuck ist das? Warum hast du das? Und dann haben wir gesagt, dass ich eine richtige Almananette bin. Und dann dachte ich mir so, komm, Alter. Ich glaube, ich mache auch hauptsächlich ein Schlafzimmer-Makeover. Das wird sie dann halt auch noch richtig sehen. Weil im Wohnzimmer ist so viel Deko konnte ich nicht kaufen. Das wäre viel zu viel gewesen. Dann kommen wir jetzt zu Butlers. Erstmal bin ich zu Depot gegangen und bei Depot habe ich echt nichts gefunden. Beziehungsweise ja schon Sachen, aber irgendwie wollte ich dafür mein Geld nicht ausgeben. Und dann bin ich zu Butlers gegangen und dort habe ich eine Sache gefunden, die mir mega gut gefallen hat. Allgemein finde ich, Butlers ist irgendwie besser als Depot, obwohl in Butlers viel weniger Leute waren als im Depot. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir Depot gar nicht zugesagt. Naja, und in Butlers habe ich das hier gefunden. 1,85 Meter ist der groß. 13 Euro hat der gekostet. Für 13 Euro kann man sich den bei Depot schießen. Und es ist wirklich ein schöner großer Kranz. Den habe ich nirgendwo gesehen. Ich bin nicht ganz sicher, wo ich den hier im Schlafzimmer anbringen kann. Ich kann sie halt jetzt nicht anrufen und fragen, wo ihre Weihnachtsdeko ist. Ich würde so gerne ihre Wohnung mit ihrem Zeug halt jetzt einfach krass dekorieren, aber ich weiß nicht, wo ihre Deko ist. Keine Ahnung. Sie ist frisch umgezogen. Ich wüsste es, glaube ich, nicht mehr in der alten Wohnung. Dann war ich bei Sammy Flower Design. Es war ein super süßer Blumenladen. Er ist Flower Artist. Ja, super sympathischer Typ. Hat mir gut Sachen verkaufen können, weil ich eigentlich nicht so viel kaufen wollte. Und dann am Ende habe ich doch so viel gekauft. Zuallererst können wir darüber reden, wie wunderschön die ist. Wow. Christbaumkugel Nummer 1. Und die ist so groß. Seht ihr das? Christbaumkugel Nummer 2. Auch beautiful. Very kitschig, aber auch wieder riesig. Oh, und diese Kugel hat es mich auch. Ich liebe einfach Weihnachtsstuff. Beautiful. Und auch wieder riesengroß. Wunderschön. Love it. Und die waren... Insgesamt habe ich 63 Euro bei dem bezahlt. Ich glaube, die haben so 5 Euro das Stück gekostet. Dann habe ich noch richtig übertrieben. Aber ich fand den so schön. Und ich wusste nicht, ob Kelly einen Kranz hat. Also da schlägt echt mein Almananette-Herz höher. Oh, der macht voll Dreck. Scheiße. Kelly bringt mich um. Gute Kerzen, Naturkerzen. Ja, wiederverwendbar. Und schön. Ich weiß aber auch wieder nicht, ob ich mir eigentlich einen Kranz gewünscht habe oder ob ich ihr wirklich einschenken wollte. Der Kranz hat übrigens 38 Euro gekostet. Das war auch wieder pricey. So, kommen wir jetzt zum teuersten Laden. Also es war nicht der teuerste Laden, es war ein Antiquitätenladen. Der erste, bei dem ich war. Und da habe ich diese Christbaumkugel, die habe ich für mich besorgt. Die finde ich so schön. Ich weiß nicht mal warum. Und ich weiß auch nicht genau, ach, die würden eigentlich toll bei Kelly jetzt am Bett links und rechts passen. Sind die nicht aus Ton? Sind mit dem Strom verbunden? Be gone, thoughts, go away! I'm a man of God. Ha! Oh mein Gott. Ho, 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 ho.
Ah jo, da ist eine Glühbirne drin. Und dann, da schön. Toll. Warum denke ich mir immer so Sachen für Kelly aus, wo ich, keine Ahnung. Hey, ich pranke Kelly und dekoriere ihre Wohnung. Mir ist richtig kalt, obwohl diese Wohnung so warm ist. Oh, ich glaube, ich will auch einfach schlafen. Ich lag jetzt eine Stunde auf dem Sofa. Ich vermisse Kelly und ich vermisse Timo. Und ich bin so allein. Und ich habe den Livestream von diesem Soundclash gesehen. Und es tut mir leid, Red Bull, dass ich nicht zugesagt habe. Ich wäre im Nachhinein doch gerne hingegangen, weil ich einfach gerne Apache gesehen hätte. Ich bleibe einfach nur noch so liegen, bis Kelly morgen kommt. Ist mir egal, ob ich verhungere. Ich traue mich nicht mal was essen zu gehen. Weil ich so ein Schisser bin. Ich höre auf rum zu meckern und tue jetzt das, was ich tun wollte. Haus Nummer 1. Cute. So, ich dachte hier für den Make-up-Table wäre so ein schlichter Tannenbaum. Cute, oder der steht hier. Einfach so random. Girlandenschmuck ist angebracht. So, jetzt kommt aber eigentlich das, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe. Kelly bekommt in der ganzen Wohnung Fenstersticker. Ich sag euch, Leute. Kelly wird's lieben. Dieser Hund muss dahin. Ich hätte noch mehr kaufen sollen. Verdammt. Scheiße. Sie wird mich so hassen. Sie wird mich so hassen. Ein Sticker haben wir noch. Kennt ihr diesen Spiegel? Der ist aus Harry Potter. Das ist Kellys Lieblingsspiegel. Und wisst ihr, was da perfekt drauf passt? This little man. Ich habe einfach Harry Potter disrespected. And I love it. Oh, schaut mal, wie gemütlich das aussieht. Kleine Christmas-Häuser. Hier ist der Kranz. Ich habe keinen Teller gefunden, deswegen muss er noch so auf dem Papier liegen. Und hier ist das Ding. Oh, ich muss mich so mal echt ausruhen. Ich bin irgendwie voll kaputt. Vielleicht kommt eine Krankheit oder so. Ich glaube, ich sage jetzt schon gute Nacht. Es kann sein, dass ich mich nochmal melde. Aber ansonsten gute Nacht oder guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Muah. Kelly, ist es in Ordnung, wenn ich in deinem Bett schlafe? Echt? Okay.